Wenn man das so vergleicht jetzt mal, ne? Da war die Hydrinia ja nichts dagegen. Es war ein alleine und die ist sehr low gewesen. Hallo, Ah, Schwarzfrost. mein neuer Schützling. Ich bin ja so froh, dass du es geschafft hast. Du hast dir zwar reichlich Zeit gelassen, aber soweit ich weiß, hast du auch einige Fortschritte gemacht. Oh ja, das hast du. Ja, nun. Deine Konkubinen hingegen werden wohl keinerlei Fortschritte mehr machen. Von jetzt an bist du auf dich allein gestellt und es gibt kein Entkommen mehr. Nun, eine Flucht stand nie in meiner Absicht. Ich bin jedoch in meinem Reich. Du und deine Gefährten seid meine Gäste. Es scheint, als hättest du auf deinem Weg bereits ein paar Freunde verloren. Wie schrecklich traurig. Aber mehr als den meisten anderen ist mir sehr wohl bewusst, wie zerbrechlich die Bande der Freundschaft sein können. Der Ritter wird dir die Zunge herausreißen, ehe er dir beim Sterben zuschaut. Wollen wir mal sehen, was du ohne all deine Sklaven kannst? Alter! Alter, lass das! Jetzt! Das gibt's ja nicht! Jetzt! Oh! Das ist Matras gewesen. So, ich use das mal. Mal schauen, ob das jetzt besser kann, aber er ist jetzt nicht so. Er ist jetzt nicht so imbar, aber es ist cool, dass meine. Meine NPC-Freunde nicht sterben können. Naja. Möglicherweise ging sie Bild schon drauf. Ja gut, Befehle kann ich keine erteilen und sonst auch nicht wirklich was. Ja, der ist gleich K.O. Oh, sehr schön. Sieht gut aus. Ah, wir kämpfen sogar diesmal mit Dolchen gegen ihn, das ist cool. Das ist nicht gut. In meiner ganzen 6000-jährigen Existenz hatte ich noch keinen so spannenden Tag. Vulkan, mein Lieber, das war ein Kampf, der wirklich würdig ist, in den Geschichtsbüchern verewigt zu werden. Und ich werde dafür sorgen, dass genau das auch geschieht. Du kannst darauf zählen, dass ich auch künftigen Generationen von deinen Taten erzählen werde. Selbstredend nur dann, falls es überhaupt eine Zukunft gibt. Doch, das hängt natürlich an dir. Ich schätze, dafür haben wir doch alle gekämpft. Aber ich bin noch nicht fertig. Das ist klar. Und genau deshalb sind wir hier. Jeder der dunklen Eisfürsten hat in seinem eigenen Palast eine Möglichkeit, Zugang zum Welterz zu erlangen. Es wäre zweifelsohne klug von uns, diese hier zu nutzen, ehe die anderen dunklen Fürsten reagieren können. Ach, ich würde dich allzu gern begleiten. Aber ich fürchte, das Schicksal führt uns auf getrennte Wege. Das Weltherz gehorcht weder den gleichen Regeln noch der gleichen Magie wie der Rest Vertils. Du findest dort nur das vor, was du dorthin mitbringst. Du meinst, ich werde gegen mich selbst kämpfen müssen?
Ich hoffe um deiner selbst willen, dass es kein Kampf sein wird. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass du dort auf etwas treffen wirst, mit dem du bestens vertraut bist. Wir werden sehen. Okay. Besiege! Wir haben ihn geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben Schwarzfrost erledigt. Hier gibt es dann aber nichts mehr, ne? Keine Truhe mehr, sonst gar nichts mehr, oder? Das kann man nicht lesen. Runter kann man auch nicht mehr. Aber ich fand's cool, dass man jetzt in der Sequenz mit den Dolchen kämpfte. Das erste und einzige Mal, dass ich das jemals gesehen habe, dass man mit den Dolchen kämpft. Ja, was ist das da für eine Erfahrung? Das brauche ich nicht mehr. Langweilig. So, was gibt's hier noch? So, das wäre noch ganz praktisch. Da brauche ich aber 2 Punkte für. Das brauche ich auch nicht. Effekt 30 Feuerschaden, naja. Ich weiß nicht, was soll ich denn da jetzt noch skillen, ja? Keine Ahnung, im Stärkebaum ist eher nicht so sinnvoll. Es war auch fehl, diese 3 Punkte hier zu investieren. Ja. Also 4 Wächter fangen zu sehr Schadenwiderstand plus 10%. Das wäre gar nicht so schlecht, das könnte ich mal benutzen eigentlich. Nur das Problem ist halt für 5 Sekunden, jeder Schlag lässt eine Flamme verschwinden und Schadenswiderstand, solange noch eine Flamme aktiv, noch eine Flamme da ist, plus 30%. Na, das ist jetzt nicht so gut, vielleicht gibt es hier eine Verbesserung. Nee, eigentlich nicht. Maximal dann hier oben ein bisschen was, keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, wir skillen, irgendwas müssen wir noch skillen, also so ganz ohne geht es natürlich nicht. Magiepunkte plus 10, wenn du einen Feind tötest, ist natürlich sehr geil. Das werden wir jetzt natürlich nicht mehr so oft bekommen. Hier ist jetzt auch nicht wirklich was Interessantes, ne? Also Erfahrung, die einen Überraschungstod sowie alle Tötungen während des Effekts bringt, das ist jetzt nicht so prickelnd. Erlaubt das Rennen im Kampf, lässt sich schnell während der Abbewegen. Schaden während der Bewegung oder Ausweichen minus 10%, das wäre auch ganz cool, auch alles gewesen, aber. Ich skill das mal ein bisschen. Keine Ahnung, sind wir noch ein bisschen Waldläufer. So, mitnehmen können wir keinen. Wir haben da noch was. Ja, mit einem Punkt Finder. Alles andere ist gar nicht möglich. Also, was? Moment. Achso, das da hinten ist immer noch nicht freigeschaltet. Das wird wahrscheinlich dämonisch gewesen sein. Wenn man böse spielt, glaube ich, kommt man dahin. Oh, na dann. Ich speichere mal. Auch wenn es jetzt automatisch gleich wieder nachspeichern wird, aber wir gehen jetzt mal da rein. Ich weiß nicht, was uns da erwartet. Ich weiß gar nicht, was sonst noch so ist, aber ich glaube, da kommt auch noch ein kleiner Abspann, wo ich dann noch ein bisschen was kurz das Spiel zusammenfasse, wie natürlich in jedem Let's Play. Und ja, viel Spaß mal bei der Videosequenz. Das Weltherz. Nahezu jede Waffe kann erweitert werden, wenn du eine Erweiterung ersetzen willst, recycle einfach die aktuell benutzte. Ja. Vom Weltherz steht jetzt natürlich nichts. Du bist gekommen. Ich sagte, ich würde kommen. Aber du hast lange gebraucht, als du geflohen bist, mich zurückgelassen hast. In der Gewalt der Nekromanten. Was dachtest du, würde aus mir werden? Brauchtest du Zeit, um nachzudenken? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Er spricht mit mir. Was? Seit wann habe ich... Du... Ich habe dich nicht belogen. Ich hatte keine Wahl. Ich musste diese Chance nutzen, um mich zu wehren. Sonst wären wir für alle Ewigkeit in Sklaverei. Ewigkeit? Weißt du, wie langsam die Stunden vergehen, wenn du das Opfer von 6 Menschen bist? Verzehrt von ihrer Gier nach Macht und Rache? Ich weiß es so gut wie du. Das tust du nicht. Du weißt gar nichts. Ich habe das Durcheinander auch genutzt.
Ich habe zurückgeschlagen, sie geschwächt. Aber du hast mich ihnen ausgeliefert. Aber jetzt bin ich zurückgekehrt. Und zusammen zermalmen wir sie. Das ist wahr. Du bist zurück. Okay, so, hallo und herzlich willkommen. Gelange zum Weltherz. Ich speichere mal. Muss ich jetzt gegen beide kämpfen? Du tust zwar hart, aber du warst kinderleicht zu manipulieren. Ein scheues Lächeln hier und da und schon hast du mir aus der Hand gefressen. Was zur Hölle? Glaubst du, ich hätte vergessen, dass du keinen Finger krumm gemacht hast, um meinen Vater zu retten? Diese Zauberin ist dir einfach entwischt, nachdem du keinen Nutz mehr für sie hattest. Du hast keine Selbstbeherrschung, kein Durchsetzungsvermögen, keine Ausstrahlung. Du bist immer noch so widerborstig wie zu Lebzeiten. Du konntest doch nicht einmal die Handvoll Leute retten, die dich um Hilfe angefleht hatten. Wie kannst du es da auch nur ansatzweise für möglich halten, dass du das Zeug dazu hast, der Thiel vor den Eisfürsten zu retten? Naja, wie man sieht, habe ich das, mein Lieber. Gut, ich werde sie nicht angreifen. Ich glaube, das ist nämlich nur ein Trick von... Das war's. Lauf davon. Kneif den Schwanz ein, so wie du es immer tust. Nein, ich greife euch nicht an. Lerne versagen? Was? Hä? Was war denn das jetzt? Lerne versagen, okay, ja. So, was gibt's hier noch? Da war noch mal kurz was zum Angucken. Schwarzfrost. Schwarzfrost hat auf arrogante Weise bewiesen, dass er sich über seine Macht sicher ist und vernachlässigt so die seiner Feinde. Er dachte wirklich, dass er dich als eine seiner Puppen gegen seine Rivalen einsetzen kann. Doch in der Hinsicht wurde er enttäuscht. Obwohl in der Lage, sich selbst zu teilen und deine Gefährten zu manipulieren, wurde er trotzdem besiegt und gab dir so den Zugang zum Weltherz. Ja, wo wir jetzt die anderen fertig machen werden. Die Kompanie hätte dein sein können. Aber du musstest sie dir ja mit Gewalt nehmen und hast die freien Klingen durch deinen Stolz und dein Unvermögen zum Untergang verdammt. Hauptmann! Du willst Hauptmann sein? Du hast nicht einmal genug Verstand, um gute Entscheidungen für dich selbst zu treffen. Randwall, magst du auch noch was sagen? Ich hoffe, dass das Randwall... Ja, es ist Randwall. Gut, egal. So ist's recht. Lauf nur weg, du feige Bestie. Du denkst doch immer nur an dich selbst. Ja, stimmt allerdings. Ah, die Edwin. Sehr schön. Da ist aber Ende. Ich muss mich bei dir bedanken. Ohne deine Schwäche und deine grobe Dummheit hätte ich wohl nie so eine gute Gelegenheit erhalten, diesem jammernden Elfen den Rest zu geben. Ich habe dich erledigt. Ich habe dich erledigt. Ich weiß das. Ich habe dich mit meinen eigenen Händen erwürgt. Deswegen bist du nicht echt. Lerne Verrat. Und weg sind sie. So, ich hoffe, dass das Ganze gar relativ gut ist und nicht schlecht jetzt. Redet was! Ah, so läuft das. Sieht unnett aus. Aua. Ach du Scheiße.
Aua. Alter. Alter, was ist denn da? Ach du Scheiße, der hat's in sich.